Dann rufe ich aber trotzdem auf mit der nötigen Vormusik. Punkt 60, Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend eine Aktuelle Stunde, Nullrunde und Disziplinarmaßnahmen usw. so weiter und so fort, 19, 29, 34. 5 Minuten. Wer spricht von den LINKEN? Moment. Ja. Auf geht's. Die Frau Kollegin. Na, ich gucke drauf. Die Frau Kollegin Cárdenas hat das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Letzte Woche wurde dem Torschützen Herrn Lösel, Staatssekretär des Kultusministeriums, ein Unterschriftenpaket übergeben, in dem sich über 10.000 hessische Lehrerinnen und Lehrer gegen das hessische Spardiktat erklären. Diesen Lehrkräften geht es nicht nur darum, dass ihnen vonseiten der Landesregierung verweigert wird, die Beamtenbesoldung an die Ergebnisse der Tarifeinigung für Angestellte anzupassen. Das wären plus 2% ab März 2015 und plus 2,4% ab April 2016. Nein, es geht um mehr, obwohl dies allein schon Grund genug wäre. Denn nicht nur, dass die hessischen Beamtinnen und Beamten, also nicht nur die verbeamteten Lehrerinnen und Lehrer, eh schon bundesweit die höchste Arbeitszeit mit der 42-Stunden-Woche haben. Nein, sie sahen sich 2015 einer Nullrunde ausgesetzt, und 2016 wird die Besoldung um lächerliche 1% steigen. Das ist und bleibt eine Unverfrorenheit, meine Damen und Herren. Aber der Unmut hat weitere Gründe. Als nämlich genau diese verbeamteten Lehrkräfte am 16. Juni dieses Jahres ihrem Unmut hier in Wiesbaden durch lautstarken Protest Ausdruck verliehen, also 6.000 Lehrerinnen und Lehrer auf dem Dernschen Gelände gegen dieses Spardiktat protestierten, wurde in Folge nicht etwa neu verhandelt, wie man erwarten könnte, sondern das Kultusministerium hatte nichts Besseres zu tun, als gegen jeden einzelnen dort streikenden Lehrer und Lehrerin ein Disziplinarverfahren am jeweiligen Schulamt einleiten zu lassen. Und dies, meine Herren, ist der Skandal. Nicht nur, dass es vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg zwei Urteile gab, die ausdrücklich das Streikrecht auch auf verbeamtete Lehrerinnen und Lehrer übertrugen. Nein, eine derartige Sanktion hat es nicht einmal unter der Koch-Regierung gegeben, als diese die Operation Düstere Zukunft ausrief und daraufhin mehrere Tausend verbeamtete Lehrerinnen und Lehrer ihre Arbeit niederlegten, damals übrigens unterstützt von den GRÜNEN, die sich mit der GEW und ihren Forderungen solidarisiert hatten. Ohne mit der Wimper zu zucken, werden Lehrerinnen und Lehrern immer neue Zusatzaufgaben aufgebürdet. In Überlastungsanzeigen und offenen Briefen erreichen das Kultusministerium regelmäßig Hilferufe von Kolleginnen und Kollegen, die dem nicht mehr gewachsen sind, die völlig überarbeitet, körperlich und seelisch an ihre Grenzen geraten sind, meine Damen und Herren. Das, Herr Kultusminister, sind die Menschen, für die Sie die Verantwortung tragen. Doch statt die Warnsignale ernst zu nehmen, versuchen Sie, sie zum Verstummen zu bringen. Aber wer mit dem Rücken zur Wand steht, dem lässt sich so schnell nicht Angst machen, und das zeigt sich jetzt. Davon abgesehen fallen durch die mündlichen Anhörungen von 6.000 Lehrerinnen und Lehrern derart viele Unterrichtsstunden aus, dass dies in keinem, wirklich in keinem Verhältnis steht, ja geradezu absurd ist. Es reicht, Herr Kultusminister, für die gute und engagierte Arbeit, die hessische Beamtinnen und Beamte an Schulen und andernorts leisten, dürfen sie nicht weiter abgestraft werden. Wir unterstützen die Forderung der Kolleginnen und Kollegen nach einer 40-Stunden-Woche, nach der Angleichung an den Tarifvertrag und nach besseren Arbeitsbedingungen. Wir prangern die Stundenkürzung an hessischen Schulen an, und wir lassen uns nicht länger mit dem Märchen einer demografischen Rendite, die es de facto nicht gibt und in den nächsten Jahren auch nicht geben wird, einlullen. Zum Schluss noch ein kleiner Denkanstoß. In unseren Nachbarbundesländern werden nun ebenfalls Lehrerstellen geschaffen, mehrere Tausend insgesamt. Was meinen Sie, wohin zieht es die junge Lehrerin nach ihrem Referendariat? In das Bundesland, das Lehrern unangemessen hohe Arbeitszeiten für niedrige Bezahlung anbietet
und gleichzeitig mit strengen Sanktionen droht, wenn man nicht spurt, oder in ein Bundesland, das längst die 40-Stunden-Woche für Beamtinnen und Beamte und die Angleichung der Besoldung an den Tarifvertrag umgesetzt hat. Herr Kultusminister, wir alle wissen, dass bei Bewältigung der aktuellen Herausforderungen, die mit der Ausweitung der Beschulung von geflüchteten Kindern und Jugendlichen vor uns liegen, es durchaus sinnvoll und geboten erscheint, den Lehrerinnen und Lehrern und ihren Vertretungen die Hand zu reichen, statt sie mit Disziplinarmaßnahmen zu überziehen. Seien Sie klug, setzen Sie andere, setzen Sie neue positive Signale. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Frau Kollegin Cárdenas. Das Wort hat der Abg. Greilich, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das, was die LINKEN hier auf die Tagesordnung gesetzt haben, sind eigentlich zwei völlig verschiedene Themenbereiche. Es gibt zwei Themen, die zwar im Kontext stehen, aber doch etwas völlig Unterschiedliches bedeuten. Der erste Punkt hat etwas zu tun mit der Nullrunde im Lande Hessen. Und da haben wir nicht zuletzt bei den Haushaltsberatungen in der Zwischenzeit bis heute, sondern insbesondere auch in dieser Woche bereits mehrfach darüber gesprochen. Unsere Positionen dürften hinreichend bekannt sein. Wir Freien Demokraten lehnen die Nullrunde 2015 und die pauschale Vorfestlegung der schwarz-grünen Landesregierung der sie tragenden Fraktionen auf eine Deckelung der Besoldungserhöhungen auf 1% jährlich bis 2018 ab. Dies ist ein klarer Verstoß gegen das Alimentationsprinzip. Und da kommt dann schon eine Verbindung zu dem anderen Thema auf. Denn das Alimentationsprinzip ist eines der Kerninhalte unseres Beamtenrechts, unseres verfassungsmäßigen Beamtenrechts. Deswegen kann dieses Sonderopfer so nicht eingefordert werden, wie die Koalition das tut. Die Politik der Koalition ist leistungsfeindlich. Sie ist dazu geeignet, die Motivation der Beamten zu vernichten und erschwert außerdem in Zeiten des Fachkräftemangels in fahrlässiger Weise die Chancen zur Gewinnung von qualifiziertem Nachwuchs. Ein bisschen anders, meine sehr geehrten Damen und Herren, sieht es mit dem zweiten Punkt aus, den Frau Cárdenas hier vorgetragen hat, der Gegenstand dieser Aktuellen Stunde ist, nämlich mit den Disziplinarmaßnahmen gegen streikende Lehrer. Da ist die Bewertung beamtenfeindlich völlig aus der Luft gegriffen. Denn eines ist klar, die Rechtswidrigkeit dieses Streiks war der veranstaltenden Gewerkschaft GEW absolut bewusst und hätte auch den teilnehmenden Lehrern klar sein müssen, wenn sie sich halbwegs mit ihrem Status beschäftigt hätten. Meine Damen und Herren, das Recht zur Durchsetzung eigener Interessen in den Arbeitskampf zu treten, ist völlig unbestritten ein überaus wichtiges Grundrecht für Arbeitnehmer. Bekanntermaßen ist jedoch das Streikverbot für Beamte das Gegenstück für die Privilegien, die sich ansonsten aus dem Beamtenverhältnis ergeben. Und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, meine Damen und Herren, auf den sich auch die GEW in ihrer Argumentation bezieht, hat gesagt, ein Verbot des Arbeitskampfes sei nur für solche Staatsbedienstete zulässig, die der hoheitlichen Staatsverwaltung angehören und damit an der Ausübung genuin hoheitlicher Befugnisse zumindest beteiligt sind. Das lässt sich hören. Das lässt sich durchaus hören. Das kann man so vertreten. Ich bin mir allerdings nicht so ganz sicher, wenn man weiß, was der Hintergrund dieser Entscheidung ist, ob der EGMR bei einem Urteil, das das Rechtsverhältnis deutscher Beamten beträfe, genauso entscheiden würde oder dort nicht ein paar andere Nuancen ansprechen würde. Denn soweit es nicht allen bekannt ist, will ich darauf hinweisen, es ging hier um das Rechtsverhältnis türkischer Beamten. Und das türkische Beamtenrecht ist doch ein klein bisschen anders als das deutsche. Aber, Frau Cárdenas, und das ist der entscheidende Faktor. Die Rechtslage in Deutschland hat sich dadurch zunächst nicht geändert. Das ergibt sich aus der Rechtsprechung, aus der deutschen Rechtsprechung, Frau Kollegin Cárdenas. Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Blick auf diese Entscheidung des EGMR sehr deutlich festgestellt, und ich zitiere aus der entsprechenden Pressemeldung, für die Übergangszeit bis zu einer bundesgesetzlichen Regelung verbleibt es bei der Geltung des verfassungsunmittelbaren Streikverbots. Damit ist festzustellen, dass der Streik der GEW nach geltendem deutschen Recht schlicht und ergreifend rechtswidrig gewesen ist.
und soweit Teilnehmer ihrer Unterrichtsverpflichtung nicht nachgekommen sind, also bewusst ihre Dienstpflichten verletzt haben. Was sieht das Beamtenrecht denn dort vor? Disziplinarmaßnahmen. Ich habe unmittelbar danach beim Kultusministerium abgefragt, ob da auch entsprechend reagiert wird, weil ja bekannt ist, dass auch der eine oder andere Schulleiter mit GEW-Nähe dazu neigt, solche Dinge zu bagatellisieren. Ich bin froh, dass der Kultusminister dort entsprechend aktiv geworden ist, dass das Ministerium so aktiv geworden ist. Ich will sehr deutlich sagen, ich bin auch dankbar, dass nicht etwa alle Lehrervertreter im Lande Hessen diese Position der GEW vertreten. Im Gegenteil, wir durften jetzt ja gerade wieder lesen, dass der Deutsche Lehrerverband, also der Dachverband von Philologenverband, Lehrern an beruflichen Schulen und anderen, sehr deutlich darauf hingewiesen hat, dass Beamte, die durch ihre verschiedenen Privilegien geschützt sind, im Gegenzug eine besondere Loyalität bei der Dienstausübung schulden. Das ist genau der Kerninhalt. Und der DLH stellt dazu sehr klar fest, und das ist auch im Interesse von Schülern und Eltern so zu sehen, der Staat muss sich auf seine Beamten verlassen können. Sonst brauchen wir keine Beamten. Meine Damen und Herren, das, was die GEW dort betreibt, ist Rosinenpickerei. Man versucht, sich ein bisschen was aus dem Beamtenstatus zu holen, ein bisschen was aus dem sonstigen Arbeitsrecht. Diese Rosinenpickerei ist mit uns nicht zu machen. Wenn, dann legen Sie die Axt an das Berufsbeamtentum überhaupt. Vielen Dank, Kollege Greilich. Das Wort hat der Abg. Armin Schwarz, CDU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen! Ich will mich gar nicht an den juristischen Feinheiten beteiligen. Ich bin Kollegen Greilich dankbar, dass er hier schon einmal ein paar Eckpunkte gesetzt hat. Allerdings klar ist, das Streikverbot für Beamte ist als hergebrachter Grundsatz des Berufsbeamtentums im Sinne von Artikel 33 des Grundgesetzes eine maßgebliche Vorgabe aus dem Verfassungsrecht und im Übrigen mehrfach höchstrichterlich bestätigt, so zuletzt auch durch das Bundesverwaltungsgerichtsurteil am 27. Februar 2014. Das heißt im Klartext, meine Damen und Herren, der Beamtenstatus ist an besondere Rechte einerseits, aber auch an besondere Pflichten andererseits gebunden. Und zu den Rechten, zu den Privilegien, verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen, gehört der Kündigungsschutz, ein höheres Nettoeinkommen durch geringere Sozialversicherungsabgaben und natürlich eine besondere Fürsorgepflicht des Staates. Zu den Pflichten gehört allerdings auch, und auch das hat Kollege Greilich festgestellt, dass dort eine entsprechende Dienst- und Treuepflicht gegenüber dem Dienstherrn und der Allgemeinheit besteht. Das ist wichtig. Des Weiteren ein Verbot zu streiken. Und das heißt im Klartext, ich kann halt nicht meine Arbeit niederlegen, um Maßnahmen entsprechend deutlich zu machen, die mir möglicherweise nicht gefallen. Denn ich bin meinem Dienstherrn verpflichtet, loyal gegenüber dem, was ich meinem Dienstherrn zu erbringen habe, und natürlich auch der Gesellschaft. Und das will ich auch deutlich sagen, verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen. Beamte haben genügend Möglichkeiten, sich zu beschweren. Da gibt es den Dienstweg. Und gelegentlich geht ja auch einmal ein Brief im Kultusministerium ein, habe ich mal sagen lassen. Ja. Ab und zu nur, da gibt es eine Vielzahl von Verbänden. Da gibt es auch die Möglichkeit zu demonstrieren. Allerdings Demonstrationen außerhalb der Dienstzeit. Ja, und das ist einmal wichtig zu betonen. Und dann haben wir natürlich eine Vielzahl von Verbänden, die auch da sind. Über die kann man auch seine Interessen deutlich machen. Da ist der Philologenverband, da ist der DLA, da ist VBE. Da ist der GLB, da gibt es auch die GEW. Ja, das muss man feststellen. Arbeitsniederlegung bzw. Streik sind ein erheblicher Verstoß gegen das Dienstrecht, Herr Kollege. Eltern erwarten zu Recht Planungssicherheit und guten Unterricht für ihre Kinder. Schülerinnen und Schüler erwarten zu Recht ordentliche Bildung und dass die Lehrerinnen und Lehrer da sind. Und die Schulleitungen haben zu Recht einen Anspruch darauf, Planungssicherheit zu haben, dass die Kollegen auch morgens da sind. Und das gilt immer. Das gilt für den regulären Schulbetrieb. Und das will ich einmal feststellen.
Das will ich einmal feststellen. Das gilt insbesondere dann, wenn Prüfungszeiten da sind. Prüfungszeiten, meine Damen und Herren. Und ich halte es für abenteuerlich, wenn in einer Abiturprüfungsphase im Juni 2015 man sich hinstellt und gefährdet den Betrieb, man gefährdet Abiturprüfungen. Es ist unsäglich und völlig inakzeptabel. Und im Übrigen seitens der GEW eine Aufforderung zum Rechtsbruch, Herr Kollege. Das will ich einmal feststellen. Es ist unsäglich. Ich will es Ihnen noch einmal sagen. Es ist völlig inakzeptabel. Deswegen sage ich auch sehr klar, jawohl, da müssen Zeichen gesetzt werden. Jawohl, das ist Anlass, dass das auch zu Disziplinarmaßnahmen führt. Das ist gut und richtig so, dass die staatlichen Schulämter hier entsprechend vorgehen. Und, Kollege Greilich, richtig, die GEW und die LINKEN, die setzen die Axt an das Beamtentum an. Die setzen die Axt dort an. Und das will ich auch noch feststellen. Das ist ja gar nicht so verkehrt, dass Sie diese Loyalität damals zeigen. Nämlich es ist Ihr Parteikollege und Bundestagskandidat Jochen Nagel, der dem Landesverband der GEW vorsteht. Und da sieht man doch die geistige Verbindung in diesem Zusammenhang. Sie und Jochen Nagel sind die Totengräber für das Berufsbeamtentum. Das werden wir verhindern, meine Damen und Herren. Wir stehen nämlich zu guten Beamten. Wir stehen zu der fantastischen Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer. Und wir werden auch dafür Sorge tragen, dass weiterhin der Dienst in Hessen, sei es als Lehrer, sei es als Polizist, natürlich attraktiv bleibt. Und deswegen empfehle ich einmal, verehrte Kolleginnen und Kollegen, den GEW-Mitgliedern bei allergrößter Wertschätzung zu überprüfen, von was für Funktionären sie sich vertreten lassen. Das will ich einmal feststellen. Herr Kollege Schwarz, ich muss langsam zum Schluss kommen. Ich komme zum Schluss auf den DLH und seine Stellungnahme und seinen Bezug zu den Privilegien des Berufsbeamtentums. Das hat Kollege Greilich alles gesagt. Aber abschließend, verehrte Kolleginnen und Kollegen, Herr Präsident, Ihr Einverständnis vorausgesetzt. Hier gibt es ja so viele Internetportale, gibt es auch den Lehrerfreund. Lehrerfreund, ja? In der Folgentabelle sind die Abweichungen der Lehrergehälter in den Bundesländern vom Bundesdurchschnitt aufgeführt, sowohl für 2010 als auch für 2015. Da steht Hessen auf dem drittbesten Platz, 7% über dem Bundesdurchschnitt, meine Damen und Herren. Das Armin Schwarz, du bist schon mehr als 7% über dem Zeitdurchschnitt. Bitte. Herr Präsident, ich danke für die Möglichkeit, den Satz noch zu beenden. Und ich stelle abschließend fest, weiterhin sehr gut verdienen, und ich zitiere, die Lehrerinnen laut Besoldungsordnung in Hamburg, Hessen und Sachsen-Anhalt. Da können wir stolz drauf sein. Da machen wir weiter so. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Armin Schwarz. Das Wort hat der Abg. Wagner, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, Fraktionsvorsitzender. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist das gute Recht des Beamtenbunds, der GEW und anderer Gewerkschaften, sich für bessere Arbeitsbedingungen von Beamtinnen und Beamten einzusetzen. Und natürlich ist die Frage, ob man ein Tarifergebnis auch auf die Beamtinnen und Beamten übertragen kann, eine Sache, die wir auch gerne mit Ja beantwortet hätten. Natürlich hätten wir auch gerne das Tarifergebnis auf die Beamtinnen und Beamten übertragen, so wie das auch oft geschehen ist. Allerdings müssen wir auch eine Abwägung treffen zwischen den Notwendigkeiten, im Landeshaushalt zu einem ausgeglichenen Haushalt zu kommen, und den Kosten, die die Übertragung des Tarifergebnisses für uns verursacht hat. Und in dieser Abwägung, und nicht etwa aus DAFKE und nicht, weil uns das leicht gefallen ist, sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass diese Übertragung nicht ging, sondern dass wir den Anstieg der Beamtenbesoldung begrenzen mussten. Aber wir reden immer noch über einen Anstieg der Beamtenbesoldung hier in Hessen.
Es ist das gute Recht der GEW, des Beamtenbundes und anderer Gewerkschaften, gegen solche Entscheidungen der Landesregierung und des Landtages zu protestieren und zu demonstrieren. Das Demonstrationsrecht ist ein hohes Gut in unserem Land, und es steht allen Bürgerinnen und Bürgern selbstverständlich zu, egal ob sie Angestellte sind, ob sie Beamtinnen und Beamte sind. Das steht allen Menschen zu. Dieses Protestrecht haben sie. Und deshalb ist es auch normal, dass dieses Protestrecht ausgeübt wird. Und das müssen wir auch aushalten. Und das halten wir auch aus, weil wir dieses Demonstrationsrecht ebenso gut achten, halten wir auch Demonstrationen gegen unsere Politik sehr gut aus. Und wir hören auch die Argumente, die in solchen Demonstrationen und Protesten geäußert werden. Das ist gar keine Frage. Das alles gehört zur Demokratie dazu. Das ist das gute Recht. Es ist nicht das Recht des Beamtenbundes, der GEW und anderer Gewerkschaften zu streiken, meine Damen und Herren. Es ist nicht das Recht. Dieses Streikrecht gibt es für Beamtinnen und Beamte eben nicht. Das gibt es nur für die Angestellten. Und deshalb ist es richtig, sich für die Interessen einzusetzen der Beamtinnen und Beamten. Es ist richtig, zu demonstrieren. Aber es ist eben falsch, zu streiken, weil dafür gibt es keine Rechtsgrundlage. Und man kann es sich dann auch nicht einfach aussuchen, an welche Rechte man sich hält oder welche Urteile man für maßgeblich hält oder nicht. Und im Übrigen gerade Beamtinnen und Beamte können das nicht, weil sie vertreten diesen Staat, sie vertreten diese Rechtsordnung. Und da hilft es eben nicht, dass man auf eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs Bezug nimmt, die unter bestimmten Bedingungen ein Streikrecht für Beamtinnen und Beamten bejaht hat, wenn man gleichzeitig weiß, dass das Bundesverwaltungsgericht festgestellt hat, dass diese Regelung in Deutschland keine Anwendung findet. Man kann es sich nicht aussuchen, an welches Recht man sich hält, sondern man muss sich an das geltende Recht halten. Das Bundesverwaltungsgericht, Herr Schaus, hat festgestellt, dass es, damit diese Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs in Deutschland wirksam wird, einer gesetzgeberischen Handlung bedarf. Und das ist das geltende Recht im Einklang mit Europa, im Einklang mit dem Bundesrecht. Und, Herr Schaus, daran müssen auch Sie sich halten, ob es Ihnen gefällt oder nicht. Wir können über die Änderung von Recht reden. Wir können auch darüber reden, ob dieses Recht vielleicht durch eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts korrigiert wird. All das gehört zum Rechtsstaat dazu, und all das ist in Ordnung. Und wenn wir eine andere Rechtsgrundlage haben, dann haben wir auch eine andere Debatte. Aber solange es das Streikverbot für Beamtinnen und Beamte gibt, müssen Sie sich auch daran halten, im Übrigen auch im Interesse der Schülerinnen und Schüler. Es ist ja eines der Argumente für das Beamtentum bei Lehrerinnen und Lehrern, dass nicht gestreikt wird, dass sich die Eltern, dass sich die Schülerinnen und Schüler verlässlich darauf verlassen können, dass Unterricht erteilt wird. Das ist einer der elementaren Gründe, warum wir Lehrerinnen und Lehrer verbeamten. Und deshalb steht es nicht im Belieben der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, ob sie sich an geltendes Recht hält oder nicht. Ich glaube, es ist auch nicht im Interesse der Beamtinnen und Beamten, diese Debatte zu führen. Weil wenn es keinen Unterschied mehr gibt zwischen Angestellten und Beamtinnen und Beamten, dann wird sehr schnell auch die Debatte geführt, wofür brauchen wir dieses Beamtentum eigentlich? Und deshalb steht es nicht im Interesse der Beamtinnen und Beamten, diese Debatte zu führen. Und der Beamtenbund hat das ja auch sehr deutlich festgestellt, indem er es begrüßt hat, dass das Bundesverwaltungsgericht das Streikverbot bekräftigt hat. Der Verband Bildung und Erziehung hat das auch ausdrücklich begrüßt, weil sie wissen, wer das Streikverbot für Beamtinnen und Beamte infrage stellt, der legt die Axt an das Beamtentum. Das wollen wir GRÜNE, das will diese Koalition ausdrücklich nicht. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Wagner. Das Wort hat der Abg. Günter Rudolph, SPD-Fraktion. Herr
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! In der Tat, die Debatte hat zwei Aspekte. Kollege Greilich hat darauf hingewiesen. Die eine ist die beamtenrechtliche Seite. Überwiegende Rechtsprechung in Mitteleuropa ist, dass Beamtinnen und Beamte nicht streiken dürfen. Das kann einem passen oder auch nicht passen. Das muss dann auch jeder Beamte, jede Beamtin wissen und respektieren, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das war und ist die Rechtsposition der SPD-Fraktion. Daraus folgt aber, wenn Beamtinnen und Beamte Sanktionen, unabhängig davon, ob die klug gewählt sind, man muss jetzt offensichtlich drei Juristen beschäftigen, kostet auch ein bisschen Geld, um das alles zu administrieren, das kostet auch den Steuerzahler Geld, frage, ob das nötig ist. Wenn Beamtinnen und Beamte bewusst Disziplinarmaßnahmen in Kauf nehmen, dann scheint etwas nicht an der Ausgestaltung des Lehrerberufs respektive der Besoldung für die Lehrerinnen und Lehrer zu stimmen. Und das ist der eigentliche Skandal. Da haben die LINKEN an der Stelle ausdrücklich recht. Weil das eben von Herrn Schwarz zwar zackig vorgetragen war, dass Lehrer auch morgens pünktlich in der Schule zu sein haben, bleibt es ja trotzdem dabei, dass die Unzufriedenheit in hessischen Amtsstuben, und dazu möchte ich auch die Schulen zählen, groß sind. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der damalige Fraktionsvorsitzende der GRÜNEN, Herr Tarek Al-Wazir, bei dem ich immer ganz genau hinhöre, was er sagt, weil das ist immer in aller Regel beachtenswert und vor allem, dass man das in Erinnerung behält, hat auf dem von uns beiden sehr geschätzten Beamtentag in Fulda gesagt, die GRÜNEN treten ein für die Übernahme des Tarifergebnisses für die Besoldung der Beamtinnen und Beamten. Meine Damen und Herren, wer dies vor der Wahl fordert, muss sich, Herr Al-Wazir, nach der Tat, nach der Wahl daran messen lassen, ob er dieses Wahlversprechen macht. Wir stellen heute hier fest, die GRÜNEN haben ein zentrales Wahlversprechen gebrochen. Das ist der Fakt, und darüber sind die Beamtinnen und Beamten entsetzt. Sie haben noch mehr versprochen, aber ich konzentriere mich auf den Bereich. Wenn wir uns die Arbeitsbelastung der Lehrerinnen und Lehrer anschauen, in der Tat, das diskutieren wir seit vielen Jahren. Ja, wir haben auch die 42-Stunden-Woche. Das muss man ja alles in die Belastung der Lehrerinnen und Lehrer einrechnen. Und diese Landesregierung ist relativ ignorant, wenn es darum geht, ihre Lehrerinnen und Lehrer angemessen zu besolden. Und es ist ja eben falsch, was gesagt wurde. Es gibt vom 1.7.2015 bis 30.6.2016 eine Nullrunde für die Beamtinnen und Beamte. Das ist Fakt. Das war anders versprochen. Und danach soll es angeblich 1% geben. Und dann haben wir das Thema der Alimentation. Ja? Der Innenminister hat behauptet, dass 1% für nächstes Jahr, zunächst wusste er in den Haushaltsberatungen nicht, was an Besoldungserhöhung vorgesehen ist. Bei der kursorischen Lesung bekamen wir dann heraus, 1%. Diese 1% Erhöhung sei nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts berechnet worden. Diese Berechnung liegt uns noch nicht vor. Und Sie haben in Ihrer Bibel, den Sie Koalitionsvertrag nennen, ja auch drinstehen, dass bis 2018 jedes Jahr 1% Besoldungserhöhung erfolgen soll. Warum machen Sie eigentlich die Regelung, die Rheinland-Pfalz von Ihnen heftig kritisiert wurde, Herr Boddenberg? Sie kritisieren doch sonst alles an rot-grünen Landesregierungen, haben das vor der Wahl, gestern in der Debatte wurde es gesagt, in einem Antrag von Schwarz-Gelb aus dem Jahre 2013. Sie machen die gleiche Regelung von Rheinland-Pfalz, die Sie vorher kritisiert haben. So etwas nennt man Doppelmoral und Heuchelei à la Schwarz-Grün. Relativ klar, relativ eindeutig. Und weil Sie ja gegenüber Argumenten der Opposition permanent ignorant sind. Überwiegend, Herr Fraktionsvorsitzender Schäfer-Gümbel, und im Besoldungsbereich zu 102% oder 104%, meine Damen und Herren. Und wenn man sich die Stimmung in hessischen Behörden anschaut, uns sagen viele Mitarbeiterinnen bei der Polizei, bei Lehrern, wir bekommen alle Monate Mitarbeiterbriefe, jetzt zu Weihnachten wieder schöne Mails, wie wertgeschätzt ihre Arbeit ist. Da sagen mir dann die Mitarbeiter in den Verwaltungen, da gibt es so einen Knopf mit so einem Symbolpapierkorb. Da würden die ungelesen hin verschwinden, weil es die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der hessischen Landesverwaltung leid sind, in den Sonntagsreden wertgeschätzt zu werden und montags genau das Gegenteil zu bekommen. Und deswegen, ja, die Nullrunde ist der Bruch eines Wahlversprechens. Die Nullrunde ist das falsche Signal.
Diejenigen Beamtinnen und Beamten, die trotz des Beamtenrechts streiken, zeigen damit auch ein Stück weit ihre Empörung und Verzweiflung. Deswegen muss man die Debatte abschichten. Wir haben volles inhaltliches Verständnis. Übrigens haben auch genug Grüne mit demonstriert, bei der Demos der GEW aus Frankfurt etwa. Also auch bei den Grünen scheint es noch ein paar zu geben, die sagen, das geht so nicht. Und deswegen, meine Damen und Herren, das inhaltliche Ansinnen ist berechtigt. Weg mit der Nullrunde. Das war und das ist die Position der SPD-Fraktion. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Rudolph. Das Wort hat der Kultusminister, Professor Lorz. Bitte. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das ist jetzt schon zweimal gesagt worden. In der Tat, diese Debatte hat zwei völlig verschiedene Themen. Das eine ist die Frage des Geldes und auch von mir aus der dahinterstehenden Politik in diesem Bereich. Und das andere ist eine ganz schlichte Frage von Recht und Gesetz. Und diese beiden Aspekte sollte man in der Tat sorgfältig auseinanderhalten. Da 5 Minuten wenig Zeit sind und da das eine Aktuelle Stunde ist, die sich an der Arbeitsniederlegung vom 16. Juni 2015 festmacht, will ich mich auch auf diesen Aspekt, auf den zweiten Aspekt konzentrieren. Über die anderen Aspekte haben wir hier in diesem Hause schon viel gestritten und werden wir das mit Sicherheit auch weiterhin tun. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich deswegen auch zunächst mit ein paar Märchen aufräumen, die von Seiten der GEW verbreitet werden und leider auch ihren Weg in die eine oder andere Berichterstattung gefunden haben. Es gab und gibt keine politische Direktive dazu, wie die entsprechenden Disziplinarverfahren zu führen sind. Es gibt auch keine Vorgabe zu irgendwelchen Mindestsanktionen. Es gibt schon gar keine von oben verhängten Beförderungsverbote oder dergleichen. Was wir hier erleben, meine Damen und Herren, ist ein ganz normaler Verwaltungsvorgang. Der wird auch dadurch nicht zu etwas Besonderem, dass sich leider relativ viele unserer Beamten und Lehrkräfte eines entsprechenden Dienstvergehens schuldig gemacht haben. Aber der Grundvorgang ist ganz einfach. Eine Beamtin, ein Beamter begeht ein Dienstvergehen. Deswegen leitet die vorgesetzte Behörde ein Disziplinarverfahren ein. Vorgesetzte Behörden sind die staatlichen Schulämter. Die führen deswegen auch die Verfahren. Sie haben die Ermittlungszuständigkeit und die Organisationshoheit. Und würden sie das nicht tun, dann würden sie ihre gesetzlichen Aufgaben als Schulaufsicht nicht nachkommen. Das ist alles ganz normal. Und das Ministerium hat nichts weiter getan, als dazu einen Erlass herauszugeben, um die Handhabung dieser Verfahren über die einzelnen Schulamtsbezirke hinweg halbwegs einheitlich zu gestalten, und hat sogar beim Hinweis auf die möglichen Sanktionen den Schwerpunkt auf die Begrenzung nach oben gelegt, also um die betroffenen Lehrkräfte vor einer zu harten Ahndung zu schützen. Es hat z. B. festgestellt, dass bei Lehrkräften ohne herausgehobene Funktion und in der Tat bei Funktionsstelleninhabern und Prüferinnen und Prüfern ist das anders, im Regelfall ein Verweis ausreicht. Und, meine Damen und Herren, das ist die mildeste Maßnahme des Disziplinarrechts überhaupt. Andere Bundesländer verhängen in solchen Fällen schon Geldbußen. Und deswegen stimmt es auch nicht, dass jetzt hier in Hessen sozusagen in irgendeiner Form besonders hart durchgegriffen würde, sondern wir machen genau das, und zwar auch adäquat, auf den individuellen Fall abgestimmt, was die Schulämter vor Ort entscheiden, was hier notwendig und geboten ist. Auf die Besoldung der Beamten ist eben schon hingewiesen worden, und dass wir nach wie vor selbst mit der Begrenzung des Anstiegs der Besoldung, die wir unseren Beamtinnen und Beamten aus den übergeordneten haushaltspolitischen Gründen zumuten müssen, liegen wir, Herr Schwarz hat darauf hingewiesen, noch ganz oben im Feld der Bundesländer. Und deswegen sind wir auch absolut konkurrenzfähig. Wir können uns in bestimmten Bereichen vor Bewerberinnen und Bewerbern nicht retten. Wir sind auch jetzt dankbar dafür, jetzt, wo wir gerade auch beschlossen haben, gestern in diesem Hause dankenswerterweise 800 neue Stellen zu schaffen. Wir sind dankbar dafür, aber wir haben die Bewerbungen auch. Und wir haben diese Bewerbungen auch mit dem expliziten Wunsch, verbeamtet zu werden. Es wird ja niemand gezwungen, so eine Ernennungsurkunde entgegenzunehmen. Man kann auch sicher die Behörde wenden und sagen, ich hätte gerne einen Angestelltenvertrag. Es ist auch nicht illegitim zu sagen, das tue ich, weil ich das Streikrecht haben will. Nur komischerweise die Argumentation habe ich noch nie gehört. Sondern was die GEW hier praktiziert hat, ist Rosinenpickerei. Es ist Rosinenpickerei, weil man die Vorteile des Beamtenstatus haben will. Aber einer der Eckpfeiler der Verpflichtungen, die damit nun einmal einhergehen und die Bestandteil des beamtenrechtlichen Treueverhältnisses sind, für sich nicht akzeptieren will.
Jetzt habe ich mich ehrlich gesagt heute Morgen gefragt, meine Damen und Herren, wie ich die dazugehörige Staatsrechtsvorlesung in 5 Minuten komprimieren kann. Aber ich stelle vergnügt fest und bedanke mich dafür ausdrücklich beim Abgeordneten Greilich und auch beim Fraktionsvorsitzenden Wagner, das muss ich nicht mehr tun. Denn Sie haben eigentlich alles, was in diesem Punkt zu sagen war, auch schon gesagt. Ich möchte daher nur noch 2 Aspekte vielleicht ergänzend festhalten. Erstens, es wurde in der Tat gesagt, das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte betraf die Türkei. Ich füge hinzu, betraf auch dort nicht Beamte in unserem Sinn, sondern Bedienstete öffentlicher Unternehmen. Ich finde es schon sehr interessant, dass ausgerechnet die GEW, die sonst bei jeder Gelegenheit unternehmerischen Ungeist in den Schulen wittert, ihre Lehrkräfte jetzt mit Bediensteten von Unternehmen auf eine Stufe stellt. Und der zweite Punkt, auch auf die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist schon hingewiesen, dass am 26. Februar 2015, das ist genau 10 Monate her, noch einmal bestätigt hat, dass eine Änderung in diesem Punkt nur durch den Gesetzgeber erfolgen kann. Und damit ist der Deutsche Bundestag gemeint, meine Damen und Herren. Das kann vielleicht dann auch das Bundesverfassungsgericht an sich ziehen. Aber es könnte nicht einmal dieses Hohe Haus, deswegen auch nicht ein auf Recht und Gesetz verpflichteter Minister und ganz bestimmt nicht die GEW. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister. Keine weiteren Wortmeldungen mehr.